Ich bin Joris Reif und fahre für die Bergstrom-Werksmannschaft E-Mountainbike-Rennen. Ich stelle euch heute mein Bergstrom AXV vor, wo ich den dritten Rang am UCI E-Mountainbike-Weltcup in Monaco geholt habe. Die Basis von diesem Velo ist das Bergstrom AXV 869, das ich jedoch noch etwas umgebaut habe, damit aus einem Velo, das eigentlich für schwierige Gebirgstouren geeignet ist, ein Velo ist geworden, das ich wirklich perfekt im Renneinsatz brauchen kann, wo ich wirklich das letzte Prozent rausholen kann. Wenn ihr das Velo kauft bei Bergstrom, könnt ihr die Farbe mal wählen. Das wird direkt für euch in sehr nach Pulver beschichtet. Das ist auch so ein Schweizer Produkt. Es wird aber mit dem gleichen Motor ausgeliefert wie ich habe, mit dem Bosch Performance CX. Auch das gleiche Fahrwerk von DT Swiss habt ihr drauf. Der Unterschied ist aber, dass ihr Alu-Räder bekommt von DT Swiss und eine XT-Schaltung und noch ein paar andere Anbauteile. Das Coole, was ich finde an der Zusammenarbeit mit Bergstrom ist, dass das Velo wirklich komplett in der Schweiz designt ist worden, dass das dann auch dort zusammengebaut wird. Und für mich als Rennfahrer ist es mega wichtig, dass ich Feedback geben kann, dass ich in enger Zusammenarbeit mit dem Produktmanagement bin. Und das ist wirklich, um das Maximum aus einem Velo rauszuholen, ist das für mich sehr viel wert. Ja, mit dem AXV 869 oder allgemein mit der AXV-Line bekommt ihr wirklich ein Bike für einen sehr kompletten Einsatzbereich und wie gesagt, ein Produkt, das wirklich Swiss-made ist und ein Velo für die Schweiz, von der Schweiz. Von dem her, was will man mehr? Jetzt würde ich sagen, kommen wir zum Bike-Check von meinem Bergstrom AXV. Das steht eigentlich genauso da, wie ich in Monaco am E-Mountainbike-Weltcup den dritten Platz geholt habe. Das Herzstück ist definitiv der Bosch Performance CX Motor. Der hat extrem viel Power, sehr gutes Ansprechverhalten. Alles zum Ablesen für mich gibt es am Bosch Performance Kiox Display. Es ist ein Smart Display, das ich mit dem Handy verbinden kann. Ich kann den Pulsgurt rein tun, es kann mir die Watt anzeigen und das sind alles sehr interessante Sachen, die ich dann nach dem Rennen oder nach dem Training analysieren kann. Das Ganze ist ein Smart Display, das man auch abnehmen kann und die Touren speichern oder man kann auch installieren, dass es das Velo locken, wenn man es dran nimmt und es nicht mehr weiter brauchen kann. Beim Fahrwerk setze ich wie beim Rahmen auf ein Schweizer Produkt. Das kommt von DT Swiss, hat vorne und hinten 150 mm Federweg und ist 535er One-Line. Eigentlich perfekt für Allmountain, Enduro und auch für den E-Bike-Einsatz. Und ich hatte noch nie das Gefühl gehabt, dass ich am Limit war mit diesen Federgallen. Bei der Rad ist die von DT Swiss, sind 30 mm Innenmovite mit einem 235er Schwalbereifen drauf. Momentan habe ich einen Rock Racer vorne und hinten montiert. Mit dem habe ich nicht besonders viel Rollwiderstand. Und als Cross-Country-Fahrer habe ich eigentlich genug Grip bei den Rennen. Da kann ich natürlich auch noch einzelne Anpassungen machen und das geht relativ schnell. Bei der Schaltung war mir eigentlich ganz wichtig, dass sie extrem langlebig ist. Das bedeutet, dass sie aber auch sehr schön schaltet. Und dort habe ich mich jetzt in dieser Saison für die neue Wireless-Schaltung von SRAM entschieden, für die Access Eagle. Was ich aber geändert habe im E-Bike, ich habe eine billigere Kette genommen und einen billigeren Kranz, damit, wenn man etwas austauschen muss, und das kommt beim E-Bike relativ oft vor, weil halt sehr viel Druck drauf ist, dass das etwas weniger teuer ist. Bei den Bremsen fahre ich eigentlich schon seit letztem Jahr mit der Piccola von Trixaf. Das sind eigentlich Cross-Country-Bremsen und eigentlich die leichteste auf dem Markt, die man bekommen kann. Ich fahre jetzt die sogar an meinem E-Bike und ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich am Limit war. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ich habe grössere Scheiben montiert, vorne 203 und hinten 180 und ein bisschen die langlebigeren und härteren Powerbremsen belegt. Zum Schluss kommen wir jetzt noch zu den Anbauteilen und zu meinen Kontaktpunkten. Bei der Sattelstütze brauche ich eine von Kindshock momentan, die 60 mm Drop hat. Das ist für mich eigentlich genug und dann kann ich die Abfahrt auch noch gut pedalen, wenn der Sattel mal dunkel ist. Ich fahre gleich weiter mit dem Sattel. Dort habe ich seit diesem Jahr sehr auf SQLab. Es ist eine extrem spezielle Sattelform, aber ich bin mega zufrieden und es fühlt sich auch sehr gut an zum Pedalieren. Das ist das neue 612R Modell. Der ist etwas kürzer als der normale 612er. Ein bisschen leichter und von dem her ein sehr guter Sattel und das gibt mir auch gute Bewegungsfreiheit im Abfahren. Beim Lenker setze ich wie bei den Trickstaff-Bremsen auch auf deutsche Ingenieurskunst. Das ist ein Lenker von Bike Head Composites. Die machen diverse Teile für das Velo.
sind vor allem für den Lichtbau sehr bekannt. Das ist ein extra E-Bike-Lenker, ist aber eigentlich immer noch leichter als Lenker, die für den Cross-Country-Bereich gemacht sind, von anderen Herstellern. Der Vorbau kommt auch von Deutschland, der ist von Intent BC. Das ist ein 50er-Vorbau mit No Degrees Rise. So ist das Fahrwerk sehr kurz, das ganze Velo ist sehr gut zum Handeln und zudem sieht der Velo mega cool aus und ist auch leicht. Dadurch kann ich überall noch ganz wenig Gewicht rausholen beim Bike, aber von der Funktion her habe ich keine Beeinträchtigung. Ganz zum Schluss kommen wir noch zu den Griffen. Dort fahre ich schon seit mehreren Jahren mit Easy Grips. Ich habe schon geschraubte Griffe versucht, aber die sind mir fast ein bisschen zerrt und ich habe nicht so eine gute Kontrolle von meinem Velo. Ich muss mal etwas öfters austauschen, aber dafür hat man wirklich einen sehr guten Griff, wo man auch den Lenker gut spürt. Zum Schluss noch Pedal. Brauche ich die von XTR, die normalen SPD-Pedal. Bin ich extrem zufrieden. Man kann gut einklicken, kann auch die Festigkeit einstellen, wenn man ausklickt. Und von dem her rundet das eigentlich noch das ganze Velo ab. Ja, gesamthaft kann man sagen, das Velo habe ich jetzt gerade, so wie es da steht, ist es auf 20 Kilo. Ein sehr cooles Gewicht für das E-Bike mit 150 mm Federweg. Wenn man es ab Serie kauft, ist es ungefähr 24, das Topmodell 23-24 Kilo. Für einen Renneinsatz ist das sicher nötig, damit man noch etwas mehr Power hat, damit das Velo noch etwas besser läuft. Aber grundsätzlich kann man sagen, das normale AXV, das man kaufen kann, hat den genau gleichen Motor, das gleiche Fahrwerk. Und das ist eigentlich das Wichtigste an einem Velo. Und von dem her eine coole Sache. Ja, das war mein Bike-Check. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war interessant für euch. Wenn ihr Fragen habt zum Velo oder zum Umbau, könnt ihr euch gerne bei mir oder bei Bergsturm melden. Und es würde uns natürlich alle freuen, wenn ihr euch jetzt auch auf dem Trail mit einem Bergsturm-Velo sehen würdet. Und wenn ihr das mal würdet testen würdet. Das sind wirklich sehr coole Velo. Und wo man auf dem Weltcup-Niveau vorne mitfahren kann. Ja, viel Spass und ich gehe jetzt eine Runde fahren.